Wir machen seit längerer Zeit Geruchsforschung. Und als die Pandemie angefangen haben, haben wir gesagt, könnten wir da vielleicht was machen? Könnten wir einen Unterschied machen? Und haben angefangen, Hunde zu trainieren, dass sie von infizierten Menschen mit Coronaviren die Proben erriechen können. Der Hund denkt ja anders als wir. Der denkt mehr über die Nase. Und deswegen haben wir natürlich auch das getestet. Also zunächst einmal muss man sich Gedanken darüber machen, oder es besteht aus mehreren Phasen, sagen wir mal so. Die eine Phase, wo die Hunde eben lernen, dass ein bestimmter Geruch für Belohnung steht, da werden die Hunde auf diesen Geruch halt konditioniert. Der Virus geht in die Zelle, der muss ja unsere Zellen benutzen, um sich zu replizieren, um sich zu vermehren. Und dabei verändert er die Stoffwechselprozesse und dabei gibt er dann Duftstoffe ab, diese sogenannten Volatile Organic Compounds. Und diese Duftstoffe erkennt der Hund. Am Anfang wussten wir ja, dass der SARS-CoV-2-Virus vor allem die oberen Atemwege infiziert. Deswegen haben wir dann auch Spucke genommen, Sputum, und haben die inaktiviert, dass der Hund natürlich auch geschützt war. In der ersten Phase, da nutzen wir halt eben auch diese Geruchsmaschine, damit der Hund eben im richtigen Zeitfenster bei Erstkontakt mit dem Geruch belohnt wird und so halt die Verknüpfung im Hundegehirn zustande kommt. Dieser Geruch, diese Moleküle stehen für Belohnung. Wir konnten zeigen, dass Hunde auch Schweiß und Urin erkennen können. Also dem Hund ist es ehrlich gesagt egal, welche Probe wir ihm geben, weil in jede Zelle, die irgendwie befallen wird von dem SARS-CoV-2-Virus, sich so verändert ein Duftstoff freigibt, der überall ubiquitär sozusagen erschnüffelt werden kann. Was wir in der Medizin ja immer schauen, ist, dass wir nach Sensitivität und Spezifität schauen. Also wie ist spezifisch der Hund wirklich? Und da sind die wirklich unschlagbar. Also vergleichen könnte man das von der Treffsicherheit sicherlich mit einem PCR-Test. In der Sensitivität ist es so, dass wir die locker über 80% gehen. Man muss natürlich dazu sagen, im reellen Versuchen, wie man das jetzt im Sprengstoff machen würde, wenn man zum Beispiel so einen Suchhund hat, dann werden natürlich nur die Besten zertifiziert. Und das Gleiche würde man natürlich auch in diesem Fall machen. Wir selektieren jetzt Hunde, die wirklich eine sehr hohe Treffquote haben. Und manche Hunde sind da weit über 95% auch in der Sensitivität. Eine weitere Phase wird dann darin bestehen, wie soll das später in einen Praxiseinsatz eingesetzt werden, wie sieht sozusagen der Suchkontext aus. Wir werden ein paar Machbarkeitsstudien durchführen, weil eine Sache ist, wie es im Labor funktioniert, das andere ist, wie es wirklich im Feldversuch funktioniert. Und da haben wir uns, werden wir 4 Konzerteveranstaltungen machen. Jetzt, wo wir in die Machbarkeitsstudien übergehen, haben wir Hunde natürlich, die sonst im Sprengstoffbereich eingesetzt werden würden. Und wie ich das sehen würde in der Zukunft, ist, dass wir genauso wie im Sprengstoffbereich auch eine Zertifizierung anbieten müssten.